Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ich wiederhole mal schnell. Also wir haben uns noch nie angetroffen, oder? Das ist das erste Mal, wo wir uns antreffen. Genau. Okay. Wie war dein Name? Simon. Simon war dein Name. Simon, also wie gesagt, ich bin Muslim. Ich bin vor 3 Jahren zum Islam konvertiert. Das heisst, konvertiert einfach. Ich habe einfach das bezeugt, was ich eigentlich schon geglaubt habe. Das ist an einen Gott glauben und an alle Propheten. Jetzt ist meine Frage, was ist dein Glaube? Was glaubst du so? Ich glaube an Gott. Du glaubst auch an Gott? Ja. Okay, sehr gut, sehr gut. Da sind wir uns schon mal einig, gell? Genau. Okay, sehr gut. Jetzt, was machst du, Simon? Bist du im Moment am Arbeiten oder bist du auf der Suche nach einer Arbeit? Ich arbeite als Ingenieur und mache nebenbei gerade noch den Master in Richtung Wirtschaft. Okay, sehr interessant. Sehr intelligent ebenfalls, Ja, nein, fleissig. Fleissig. Sehr schön, sehr schön. Okay, und du wohnst hier im Gundeli, oder? Gundeli, genau. Im Gundeli, okay, wie ich auch. Okay, das ist schon mal super. Okay, die erste Frage, die ich eigentlich stellen will, also was genau, also bist du denn christlich aufgewachsen, also katholisch, oder wie bist du genau aufgewachsen? Ja, genau, im christlichen Elternhaus aufgewachsen, ganz Glauben mitbekommen. Und dann, als ich älter geworden bin, konnte ich nicht mehr so viel damit anfangen. Aber noch während dem Reisen ist es eine Zeit gegeben, wo du dich selber schon hinterfragen. Und dann bin ich automatisch wieder zurück und jetzt glaube ich überzeugt noch. Genau. Sehr gut. Und in dem Fall darf ich dich gerade fragen, das ist meine erste Frage an dich. Glaubst du in dem Fall, dass Jesus selber Gott ist, oder glaubst du, dass er ein Gesandter von Gott war? Beides. Beides, okay. Genau. Jetzt, ich sag dir mal, wie es aus der islamischen Perspektive ist. Also wir glauben im Islam, dass Jesus sehr, wir glauben sogar sehr fest an Jesus, wir lieben ihn auch, und wir glauben, dass er ein Gesandter von Gott war. Weil das sagt der allmächtige Gott im Koran. Das steht meiner Meinung nach auch in der Bibel, wenn man zum Beispiel sich mit der Bibel gut auseinandersetzt. Genau. Und wir sehen auch, Jesus hat viele, viele Gemeinsamkeiten gehabt mit zum Beispiel allen anderen Propheten und zum Beispiel auch, wie wir Muslime heutzutage leben. Zum Beispiel hat er gefastet, wie wir Muslime heute fasten. Er hat Kosher Food gegessen, das heisst, er hat Fleisch gegessen, wo sozusagen halal geschlachtet ist, was wir heutzutage halal nennen. Einfach in Gottes Namen. Stimmst du dazu? Ja, genau. Aber nochmal zurück zu, er war ein Prophet. Ja. Es wird ja auch geschrieben von der Dreieinigkeit, dass alle drei, Gott, Jesus und Heiliger Geist, dass alles die drei die gleiche Person ist. Mhm. Also ja, darum ist es ein bisschen verwirrend. Also, okay, genau. Aber du glaubst ebenfalls an die Trinität. Genau. Kannst du mir die Trinität beweisen, also zum Beispiel in der Bibel, biblisch? Nein. Nicht, oder? Okay. Nein, es basiert nur auf Glauben. Es basiert nur auf Glauben, okay. Dann kann ich dir mal sagen, was zum Beispiel Gott, der allmächtige Gott im Koran sagt. Er sagt zum Beispiel, sagt nicht, das ist nur ein Beispiel, er sagt, sagt nicht, Gott ist einer von drei. Das ist ein kleines Beispiel. Weil wir wissen zum Beispiel von Jesus, dass er gegessen hat. Er hat müssen trinken. Er ist abhängig von etwas. Ja. Stimmst du dazu? Das ist so. Okay, sehr gut. Er hat müssen schlafen. Ja. Steht auch in der Bibel. Genau. Genau. Das sind für mich persönlich und auch islamische zum Beispiel deutliche Beweise. Und Allah, also Gott, ist es okay für dich, wenn ich Allah erwähne? Das ist einfach ja, sozusagen bei uns der originale Name für Gott. Alles gut. Weil die Engel sagen auch Halleluja, oder? Ja, das kommt von dem, wo die Engel Gott lobpreisen. Ja. Okay, sehr gut. Und genau, wir haben zum Beispiel gesehen, dass Jesus sehr viel Gemeinsamkeit hat. Zum Beispiel, wenn du ganz einfache Frage, wenn du jetzt heute Jesus vor dir würdest du sehen, mit einem Bart, mit einem Gewand, was denkst du, welcher Religion heutzutage würde er angehören? Ja, es ist nicht sicher, dass er einen Bart, Bart hat. Okay, okay. Wir glauben zum Beispiel, dass so gut wie jeder Prophet einen Bart hatte. Deswegen lassen wir uns auch einen Bart wachsen, wir Muslime. Und genau, zum Beispiel sehen wir auch, dass Jesus auf dem Boden gebetet hat, mit dem Angesicht auf dem Boden. Stimmst du mir dazu? Das steht sogar in der Bibel, ich kann dir auch gerne den Vers zeigen. Ja, ich glaube dir das, das mag sein. Das weiß ich aber nicht ganz. Okay, erinnern. Auch sogar Abraham und Moses, alle haben mit dem Angesicht zum Boden gebetet. Und wenn sie gebetet haben, zum Beispiel auch Jesus selber, frage ich mich, wer hat er angebetet? Oder? Weil, ja. Genau, also bist du immer noch zu davon... Zu seinem Vater, ja. Zu seinem Vater, genau. Genau. Genau, das heisst ja eben, dass für mich zum Beispiel, also wie das Christentum es lehrt, ist eben genau das, die Trinität. Genau. Obwohl sie aber nicht in der Bibel steht. Weil Jesus, Frieden und Segen auf ihm, er sagt immer selber zum Beispiel auch in der Bibel, höre Israel, unser Gott ist ein Gott. Ja, aber das mit der Dreieinigkeit steht trotzdem in der Bibel. Es kommt nachher immer darauf an, wie du es interpretierst, oder? Und dort ist der Spielraum gelaufen für jeden. Es kann jeder glauben und seine Begründungen dazu
zurechtlegen, wie er das will. Oder? Okay, okay. Es ist interessant zum Diskutieren, zum anderen Aspekt noch zu hören. Aber... Sehr gut. Ja. Darf ich dir dann, falls du, weil du glaubst an einen Gott, du akzeptierst dann, falls es einen Gott gibt, oder? Genau. Weil ich würde mal sagen, Religionen sagen im Grunde genommen eigentlich alle ungefähr das Gleiche. Man sollte gute Taten machen, man sollte spenden, oder? Man sollte die Wahrheit sagen. Jetzt, was ist zum Beispiel beim Islam, was ist dort der schlaggebende Unterschied? Die Hauptaussage im Christentum ist ja nicht, dass du gute Taten machen musst. Die Hauptaussage ist ja, dass Christus für dich gestorben ist, dass du allein durch Gnade noch in den Himmel kommen kannst. Okay. Und die guten Taten machen, klar, das ist alles Gebot. Mhm. Und es ist auch erstrebenswert, aber du kommst noch nicht wegen dem in den Himmel. Also das ist mir nicht das Zentrum. Das Zentrum ist wirklich, dass wir viel Scheiße gebaut haben und dass wir allein durch Gnade noch in den Himmel kommen können. Okay. So verstand ich es. Aber okay. Ich weiss, dass es auch andere Ansichten gibt. Mhm. Ich kann dir mal schnell, sehr interessant, was du alles sagst, ich kann dir nur mal schnell erklären, zum Beispiel, alle Propheten sind ja mit Wunder auch gesandt worden. Ja. Weil sonst hat ihnen ja keiner geglaubt. Weil jeder kann ja kommen und sagen, hey, ich bin ein Prophet von Gott. Oder? Genau. Jetzt, Moses hat zum Beispiel das Meer gespalten, alles mit Gottes Erlaubnis. Glauben wir. Jesus hat Blinde können wieder sehen lassen. Jesus hat können Leute vom Tod wieder ins Leben zurückholen. Aber alles mit Gottes Erlaubnis. Jetzt, kennst du das Wunder vom Prophet Mohammed? Nein. Okay. Ich kann dir das schon sagen. Das Wunder vom Prophet Mohammed ist der Koran. Der Koran ist ein Buch. Es sind zum Beispiel jetzt 15 Gründe, wieso der Koran ein Wunder ist. Die stelle ich dir kurz auf, wenn das okay ist für dich. Ja, mach nur. Okay. Also, das Buch ist ein 1400 Jahre altes Buch und ist immer noch unverändert in seinem originalen arabischen Spruch. Das heisst, damals, seit Allah im Koran, hat er die Tora mit Moses mitgesandt. Er hat das Evangelium mit Jesus mitgesandt, Friede und Segen auf ihn. Und den Koran mit Mohammed. Das heisst, wir glauben aus islamischer Perspektive her, der Islam ist eigentlich schon immer gesehen. Das heisst, seit dem Adam, seit dem ersten Mensch, weil Islam bedeutet eigentlich nur, ganz einfach übersetzt ins Deutsche, die völlige Hingabe zu Gott in Frieden. Und ein Muslim sein ist eigentlich nur ein Gottergebener sein. Deswegen glauben wir auch, dass Jesus ein Muslim gesehen ist. Weil Muslim hat sich Gott ergeben. Jesus hat sich Gott ergeben. Wie Mohammed sich auch Gott ergeben hat. Jetzt, wir machen hier nicht spezielle, wie soll ich sagen, wir glauben, Propheten sind alle gleich, sind alle Menschen gewesen, sind alle mit Wunder gesandt worden und mit den Botschaften. Okay? Also es hat verschiedene Botschaften gehabt, es war eigentlich immer die gleiche gewesen, an einen Gott glauben und ihm nicht gleichstellen. Und genau. Und der Islam ist eigentlich immer die originale Religion gewesen. Weil Allah sagt im Koran, ihr sind damals eine Gemeinschaft gewesen und erst, als wir die Schriften zu euch gesandt haben, sind ihr uneins übereinander worden. Als Beispiel. Macht das Sinn für dich? Ja. Okay, sehr gut. Und jetzt haben wir hier zweitens enthalten wissenschaftliche Fakten. Zum Beispiel spricht der Koran über Embryologie. Wie ein Embryo entsteht im Detail. Er spricht über Sonne und Mond, dass Sonne und Mond eine eigene Umlaufbahn haben. Der Big Bang. Er spricht über den Wasserkreislauf. Über die Konstruktion der Berge, über ganz viele Sachen, die heutzutage zum Beispiel wir erst heutzutage wissenschaftlich bewiesen haben, dass es auch wirklich so ist. Und alles ist 100% richtig, wissenschaftlich. Das Buch ist ein 1400 Jahre altes Buch und es ist entstanden über eine Zeit von 23 Jahren. Ich weiss nicht, ob du dir bewusst bist, wie das genau passiert ist mit den Offenbarungen, zum Beispiel jetzt beim Prophet Mohammed. Nein. Und nie gehört. Wir glauben ja auch an den an den Heiligen Geist sozusagen, das ist einfach der Engel Jibril, der Engel Gabriel, der sozusagen der Vermittler war von Gott, der die Botschaften zum Beispiel zum Prophet Mohammed gebracht hat. Und der Prophet Mohammed war ein Analphabet. Das heisst, alles, was er von Gott gehört hat, was direkt von Gott gekommen ist, was er vom Engel Jibril gehört hat, hat er sozusagen wiedergegeben aus seinem Mund. Das heisst, er hat das nie erdichten, er hat das nicht selber schreiben. Und damals in Arabien, Mekka, war die Dichtkunst sehr hoch. Das heisst, dort, wo sie dann den Koran gehört haben, wo vom Prophet Mohammed sein Maul rausgekommen ist, aber wo Gottes Worte gesehen sind, haben sie gewusst, das kann nicht von einem Menschen kommen. Okay? Jetzt kommen wir schnell zum dritten Punkt. Ich mache nicht mehr allzu lang. Gell? Der Koran stimmt 100% mit der heutigen Wissenschaft überein.
Denn es ist leicht zu merken, der Koran reimt sich. Und über Millionen, Millionen von Muslimen haben da in- und auswendig im Kopf gespeichert. Das heisst Seite für Seite, Buchstabe für Buchstabe. Und es ist ein Buch, das über 600 Seiten hat. Kleine Frage, hast du schon mal den Koran gelesen? Koran nicht, aber die Bibel. Noch nie, okay. Also das ist, glaube ich, ein Wecker. Perfekt. Aber Bibel, sehr gut, sehr gut. Dann bist du auch sehr offen, willst du dir immer vor allem ein eigenes Bild machen, oder? Genau, und nicht einfach glauben, was andere Leute sagen, sondern selber Überzeugung bilden. Sehr gut, nicht einfach glauben, ohne irgendwie... Was glaubt ist, genau. Sehr gut, sehr gut. Okay, dann haben wir hier... genau. Das ist noch ein Beweis, der Koran ist unverfälscht seit über 1400 Jahren. Weil über Millionen, Millionen von Menschen haben da in- und auswendig im Kopf. Und es ist immer das gleiche Buch. Das heisst, wenn jetzt jemand das probieren würde, verfälschen, würde man direkt merken, was der Fehler ist. Das heisst, Allah sagt im Koran, wir haben das Buch herabgesandt und wir werden die Hüte darüber sein. Dann haben wir hier, fünftens, genau, das habe ich dir schon erklärt, ist offenbart worden, einem Prophet, der weder lesen noch schreiben hat können. Enthaltet keine Widersprüche. Allah sagt im Koran, dass wahrlich, wenn das Buch nicht von mir, also wenn das Buch von einem anderen als Allah wäre, würdet ihr wahrlich viel Widerspruch darin finden. Als Beispiel. Und es ist wirklich, es hat keinen Fehler, das Buch. Sogar wenn du es, genau, jetzt komme ich gerade zu dem anderen Punkt, genau, über eine Zeit von 23 Jahren, einzigartig Gebrauch der arabischen Sprache. Das heisst, so wie der Koran geschrieben ist, wenn man ihn liest zum Beispiel, so mächtig und stark, wenn man das liest sogar in der deutschen Übersetzung, habe ich zum Beispiel gemerkt, boah, das kann nicht von einem Menschen sein. Das muss von Gott kommen. Jetzt, genau, neuntens, enthaltet Gottes Herausforderung, um ein ähnliches Kapitel zu produzieren. Oder nur schon ein Vers. Das heisst, Gott tut Menschen auffordern, alle Menschen im Koran, nur ein ähnliches Kapitel oder einen ähnlichen Vers zu bringen. Aber er sagt direkt danach, ihr werdet es aber nicht schaffen. Und da ist gemeint, die Challenge besteht jetzt schon seit über 1400 Jahren und noch keiner hat es geschafft, etwas anzubringen, das im Koran nur schon gleich kommt. Nur ansatzweise. Und die kürzeste Sura sind vielleicht drei Sätze. So drei Versen. Und dann haben wir hier, genau, zehntens, hat die grösste praktizierende Religion hervorgebracht, von über 1,9 Milliarden Anhängern im Moment. Und mit praktizieren meine ich wirklich so praktizieren. Ich meine, du kennst das auch sicher, viele Christen, die sagen, sie sind Christen, aber ja, sie praktizieren es nicht wirklich. Fake Christen, genau. Aber ich will das Christentum jetzt nicht kritisieren, gell? Nein, nicht, dass du das falsch verstehst. Ganz ehrlich, Kritik ist immer angebracht. Hast du das selber auch schon gemerkt, damals? Natürlich. Okay. Das war auch der Grund, wieso ich zuerst die Schnauze voll hatte. Okay, sehr gut. Sehr gut. Okay, dann kommen wir noch schnell zu dem letzten Punkt. Elftens, genau, hat die am schnellst wachsende Religion erzeugt. Das heisst, so ein kleines Buch eigentlich, mit über 600 Seiten, wo so einen grossen Effekt auf die ganze Menschheit hatte. Dann haben wir, genau, zwölftens, historische Aussagen, 100% richtig vor der Offenbarung. Dann genaue Prophezeiungen, zukünftige Aussagen, zukünftige Ereignisse, auch 100% richtig. Dann Fakten über andere Religionen, auch 100% richtig. Soziale Gerechtigkeit, Tierschutz, Umwelt und immer noch relevant. Das heisst, heutzutage noch hat der Islam ein soziales System, wo dann noch gelebt wird und sie leben ganz in Ruhe und Frieden. Wir können uns glaube einig sein, ich meine, kein Mensch ist perfekt, jeder Mensch macht Fehler und man weiß, was heutzutage überall in den Medien verbreitet wird, oder? Das kennst du glaube auch, gell? Genau. Okay, sehr gut. Okay, wenn du die 15 Sachen hörst, würdest du sagen, das Buch ist ein sehr faszinierendes Buch? Faszinierend sicher, ja. Würdest du auch sagen, das Buch kommt von Gott? Das kann ich nicht beurteilen. Dann müsstest du es selber noch lesen, damals. Ja, und auch dann bezweifle ich, dass ich es selber beurteilen könnte. Okay. Weil ich einfach zu wenig Wissen habe. Zu wenig Wissen über das, okay. Genau. Aber du wirst mir recht geben, oder? Dass wir intellektuellen Verstand haben, wo wir Sachen können hinterfragen, rationalen Verstand. Genau. Oder? Genau. Jetzt, macht das Sinn für dich zum Beispiel, dass man eine Statue anbetet? Eine was? Eine Statue. Eine Statue? Genau. Eine Statue. Nein. Nicht, oder? Weil die kann ja am Boden fallen und dann geht sie... Kaputt. Kaputt, oder? Genau. Und das, was hat die Statue jetzt den Menschen geholfen? Nix. Nix, oder? Okay. Dann mal sind wir uns einig, dass Götzendienerei eigentlich falsch ist, oder? Absolut. Steht auch in der Bibel. Sehr gut, sehr gut. Jetzt, was haltest du davon, zum Beispiel, dass in den Kirchen zum Beispiel Statuen von Jesus sind und... In der katholischen Kirche? Das ist halt die Art, wie sie glauben. Ich bin nicht katholisch aufgewachsen. Ich kann nichts davon damit. Okay. Also, demfalls aber, wie ist das für dich jetzt mit der Trinität, wenn du jetzt alle diese Sachen gehört hast? Bist du immer noch felsenfest davon überzeugt, dass die Trinität Wahrheit ist? Oder denkst du, okay, ich bin noch auf dem Weg, ich muss vielleicht noch mich mit anderen Sachen auseinandersetzen?
Ich für mich glaube schon daran, an die Dreieinigkeit von Gott. Aber beweisen, das kann ich nicht und das werde ich auch nie können. Das ist einfach mein Glaubenssatz. Sehr gut. Genau. Der kann dir nur eine Sura schneller zitieren. Das sagt Allah im Koran. Allah beschreibt sich. Er sagt, Bismillahirrahmanirrahim. Qul hu Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hast du gemerkt, wie sich das gereimt hat zum Beispiel? Mhm. Das heisst, er sagt, er beschreibt sich selber, er sagt, sag Gott, er ist einer, der Unabhängige, von dem alles abhängig ist. Er zeugt nicht und ist nicht gezeugt worden und niemand ist ihm jemals gleich. Das heisst, er ist einer. Er ist unabhängig von allem. Er zeugt nicht und ist nicht gezeugt worden, das heisst, er hat keinen Vater, keine Mutter, keinen Sohn, keine Tochter. Das ist wie wenn du würdest sagen, er hat einen Sohn, ist wie wenn du würdest sagen, er hat eine Tochter oder einen Vater oder eine Mutter. Aber wir sagen, Gott hat keine Partner. Er ist unabhängig von allem. Und ihm ist nicht gleich. Das heisst, egal was wir uns in unserem Kopf vorstellen, es ist nicht Gott. Aber wir können, durch das wir wissen, durch das er sich beschreibt in den Schriften, dass er allmächtig ist, dass er allwissend ist, dass er ein Schaffer ist, wissen wir ungefähr, was seine Eigenschaften sind. Genau. Jetzt, wenn du die Sachen hörst, gibt das Sinn für dich? Ja. Ja. Sehr gut. Okay, und glaubst du an den Prophet Mohammed? Glaubst du, dass er auch ein Prophet von Gott war? Eben mit dem Islam, da habe ich wirklich keine Ahnung, da muss ich offen sein. Drum. Okay, okay. Ja. Und wenn du jetzt die 15 Punkte gehört hast, weil im Koran steht zum Beispiel, dass Mohammed der Gesandte von Gott war, bist du dir auch immer noch nicht davon zum Beispiel bewusst, dass er ein Prophet will? Zum Beispiel wird er ja auch in der Bibel prophezeit. In vielen Passagen zum Beispiel. Ich kann zum Beispiel einen kleinen Vers zeigen. Das sind alle zum Beispiel die Koranverse. Und da habe ich noch ein paar Bibelverse. Genau. Ganz kleine, paar Sachen, wo ich für mich selber auch gesehen habe. Hey, zum Beispiel, also glaubst du dann, was du sagst, du glaubst an Trinität? Mich nimmt das wirklich sehr, yeah, sehr Wunder. Dass Jesus zum Beispiel auch selber Gott ist. Ja. Okay, weil er sagt zum Beispiel hier, von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel nicht im Himmel, sondern allein mein Vater. Das heißt, wenn Jesus ja Gott ist, dann müsste ja allwissend sein, oder? Jetzt, hat er da jetzt gelogen oder hat er einfach, keine Ahnung, nicht die Wahrheit sagen? Also wie ist das genau, da zum Verstehen? Weil er eigentlich eben in unserem Verständnis, stimmst du ja auch zu, Gott ist allwissend, oder? Ja, also zuerst mal, oder ein Bibelvers, da kannst du immer auf Tausende von verschiedenen Arten interpretieren. Es haben nicht immer alle die gleiche Meinung. Mhm. Weil er sagt ja hier, von der Stunde weiß niemand, dass nur, auch nicht Engel. Dass nur der Vater weiß. Genau, nur der, ja, Vater. Das heisst, nur Gott, der allmächtige Gott, weiß alles. Und weiß über die Stunde, wenn der jüngste Tag ist, Bescheid. Aber wir, wie vorhin gesagt, auch im Islam glauben, dass Propheten alle Menschen gesehen sind. Sie haben nicht alles können wissen. Ja. Aber Propheten haben Offenbarungen bekommen von Gott, von Allah, um den Menschen klar zu machen, was der Sinn von ihrem Leben ist. Jetzt, was darf ich dich fragen, was ist zum Beispiel jetzt dein Sinn im Leben? Mein Sinn im Leben? Gute Frage. Ich kann dir mal sagen, was der Sinn der Muslime ist, was Allah im Koran sagt. Allah sagt im Koran, er hat Dschinn und uns Menschen nur erschaffen, damit wir ihm dienen. Das ist eigentlich der grösste Sinn von unserem Leben. Damit wir ihm so gut wie möglich in diesem Leben dienen, gute Taten machen etc. Und damit sind wir in Barmherzigkeit natürlich ins Paradies kommen. Weil auch wir Muslime sind uns nicht sicher, dass wir ins Paradies kommen. Wir können nicht sicher sein. Aber wir können natürlich hoffen und viel Bittgebet machen, dass er uns ins Paradies hineinlässt. Und natürlich, das Wichtigste ist zum Beispiel, sagt Allah im Koran, ist, er verzeiht jede Sünde, außer wenn man ihm etwas beigesellt. Zum Beispiel, wenn man sagt, dass ein Mensch Gott war. Oder wenn man sagt, dass das ganze Universum einfach aus dem Nichts entstanden ist. Aber das glaubst du sowieso nicht. Jetzt als kleines Beispiel. Das weiß ich nicht, wie das ist. Das weiß ich auch nicht, wie das Nein, ist. Nein, das kann ich nicht begründen, wie es das Urknall ist. Also okay, klar, in der Bibel ist er nachher gestanden, an dem Tag ist das gemacht worden, an dem Tag ist das gemacht worden, aber wie dann die Entstehung an dem Tag genau gelaufen ist. Das, genau, also wie, das sage ich mir auch, Sterne. Wie genau das alles passiert ist, das weiß nur Gott. Genau. Aber Allah sagt zum Beispiel im Koran, dass er zum Beispiel, ich kann dir hier schnell einen Vers zeigen, wo ist der, genau da. Der Urknall als Beispiel. Haben die Ungläubigen nicht gesehen, dass die Himmel und die Erde eine Einheit waren?
die wir dann zerteilten. Und wir machten aus dem Wasser alles Lebendige. Wollen Sie denn nicht glauben? Merkst du zum Beispiel, wie Gott immer wieder unsere rationalen Verstand tut, sozusagen anfragen. Er sagt immer, dünnt ihr denn nicht hinterfragen? Dünnt ihr denn nicht das und das hinterfragen? Das finde ich zum Beispiel sehr interessant am Koran. Und genau, da ist zum Beispiel Sonne und Mond, haben eine eigene Umlaufbahn. Alles so Sachen. Für mich, als ich den Koran gelesen habe, habe ich gemerkt, boah, die Wörter können nicht von einem Menschen sein. Aber ich sage, jeder muss das selber für sich herausfinden. Das ist sehr, sehr wichtig. Deswegen wärst du offen, den Koran zu lesen? Nein, also es ist mega schön, wenn du an Islam glaubst und den Koran lesest. Ich habe meine Zufriedenheit im Christentum gefunden. Für mich stimmt das. Ich bin überhaupt nicht urteilend gegenüber anderen Religionen. Aber die Motivation, jetzt etwas anderes zu lesen oder mich auf andere Religionen einzulassen, die ist nicht rum. Aber ich akzeptiere es voll und ich befürworte auch ein friedliches Miteinanderleben. Okay. Dass man den anderen so akzeptiert, wie er ist und was er glaubt und nicht versucht, überreden. Genau, natürlich. Ja, das finde ich auch sehr wichtig. Demfalls darf ich dir einen Tipp geben? Jawohl. Den ich selber auch gemacht habe. Und das hat mir zum Beispiel sehr geholfen, weil wenn dir jemand wirklich die Wahrheit zeigen kann und Zeichen auch schicken kann, ist das nur Gott selber. Richtig? Jawohl. Genau. Mein Tipp an dich ist, erstmal muss das sehr schönes Gespräch sein. Danke noch, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, gell? Schon gut. Und ich geb Menschen, die zum Beispiel noch nie den Koran gelesen haben, oder wo felsenfest in einem Glauben überzeugt davon sind, weil meistens macht man ja immer das, was eigentlich deine Vorfahren gemacht haben. Zum Beispiel, meine Eltern sind katholisch aufgewachsen. Mit ihren Eltern und ich bin auch gerade natürlich dort hineingeboren und habe alles am Anfang so mitbekommen, oder? Das meiste. Das heisst, Allah tut das auch im Koran erwähnen, dass die meisten nur das machen, was ihre Eltern gemacht haben und so auf dem Glauben bleiben und sterben. Zum Beispiel, ja, das war ja bei mir am Anfang auch so gewesen. Dann bin ich ja davon weggegangen und nachher bin ich automatisch wieder dort dazu zurückgekommen, weil ich wie gemerkt habe, nein, das ist es. Okay. Aber und nicht, weil es meine Eltern gemacht haben, sondern weil ich es wollte. Okay. Und ich habe in der Zeit, in der ich nicht im Glauben unterwegs war, verschiedene Glaubensrichtungen so ein bisschen erforscht. Also erforscht würde jetzt zu weit gehen, nicht mega in die Tiefe. Aber also auseinandergesetzt. Ja, genau, damit auseinandergesetzt. Ja. Aber es war dann trotzdem wieder das Christentum, der Glauben an Gott, der mich gezogen hat. Okay, genau. Sehr, sehr gut. Simon, ich würde dann als letztes nur noch schnell die 6 Glauben aufzählen, wo ein Muslim daran glaubt. Dann gebe ich dir den Tipp am Schluss. Dann. Ist gut. Okay, perfekt. Das sind die 6 Säulen des Glaubens. Es ist erstens der Glaube an den einen allmächtigen Gott, an Allah. Dann an seine Engel. Seine Engel sind wie sozusagen auch seine Diener, seine Arbeiter. Sie machen alles, was er ihnen befiehlt. Dann an seine Bücher zu glauben, an die Tora, an das Evangelium, an die Originalschriften, den Koran. An seine Gesandten, an die jüngste Tag, die Hölle und das Paradies und an Vorherbestimmung zu glauben. Das ist das, was ein Muslim glaubt. Jetzt kann ich dir als letzten Tipp geben, dass vielleicht, wenn du mal daheim bist, wenn du sagst für dich, du hast die Wahrheit eigentlich gefunden, oder? Genau. Für mich. Für dich. Möge für jemand anders sein. Und das ist auch gut so. Sehr gut. Ich zum Beispiel denke, weil du hast ja noch nie den Koran gelesen, ich habe dir auch den Tipp gegeben, hey, probier es doch mal aus, gib dir mal einen Ruck. Weißt du, vielleicht kommst du doch noch irgendwie zu einer Möglichkeit, dass du vielleicht den Koran mal lesen kannst, dir nochmal ein eigenes Bild machen. Und was sehr wichtig ist, ist immer für die Wahrheit auch beten. Und für die Rechtleitung, für den richtigen Weg sozusagen. Genau. Weil das ist das Beste eigentlich, was man machen kann. Das habe ich auch gemacht und mich hat es dann schlussendlich eben auch vom Katholischen, bin ich dann zu der Bibel gekommen, auch das mehr hinterfragt, alles angeschaut etc. im Genauen, den Koran auch nochmal gelesen und mir dann auch nochmal ein Bild gemacht. Und ich persönlich bin dann schlussendlich auf Islam gekommen. Aber eben, ich finde es sehr schön, dass du dich auseinandersetzt mit all diesen Sachen, trotzdem auch immer sehr offen bleibst. Ja, ist sehr, sehr wichtig. Okay. Absolut. Simon? Das funktioniert das Zusammenleben nicht. Genau, gell? Okay, sehr gut. Dann wünsche ich dir noch ein ganz schönes Tag. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Und den Tipp nicht vergessen. Einfach mal ausprobieren, wenn du alleine bist. Ich meine, ich kann dir noch... würdest du eine Broschüre mitnehmen? Das ist nur eine Broschüre, wie wir Muslime zum Beispiel beten. Nein, ich habe keinen Kollegen, der Islam glaubt. Also dann habe ich okay. Zugang. Ah, aber du hast jedenfalls auch Kollegen in deinem Umfeld, die den Islam praktizieren? Genau. Okay, okay. Also dann hast du dann von der... Ein bisschen weniger.
Genau. Okay, dann hast du von denen auch schon viel mitbekommen. Genau, auch ein paar Sachen. Okay, jawohl. Sehr gut. Also, Simon, gell, ist der Name gesehen. Genau. Simon, ich danke dir viel mal. Machen wir so oder so? So. Ich danke dir viel mal, Simon. Und dann, was willst du noch schönes? Du gehst jetzt arbeiten, oder? Genau. Okay, alles ist gut. Willst du noch irgendetwas sagen zum Abschluss? Den Leuten in dieser Community, einen Tipp oder irgendetwas, was sie können ins Leben mitnehmen? Egal, ob Christ, ob... Islam, nein, nicht Islamist, wie sagst du? Muslim. Egal, ob Christ oder Muslim. Es ist einfach wichtig, dass ihr überzeugt seid von dem, was ihr glaubt. Was soll ich noch sagen? Kein Plan. Genau, das ist schon mal eine gute Botschaft. Ja. Also den Menschen mitgeben, dass sie auch offen sein sollen. Oder selber hinterfragen, wie du es auch gemacht hast, oder? Ja, hinterfragen. Und einfach auch, wenn jemand anderes etwas anderes glaubt, dann das auch glauben. Also und nachher nicht gross warten. Genau. Okay. Dann danke dir vielmals, Simon. Bitte. Dann wünsche ich dir noch ein schönes Tag. Dann sehen wir uns hoffentlich mal wieder. Genau. Zu einem anderen Gespräch. Genau. Ich danke dir, Simon. Bitte. Bis bald. Mach's gut. Schön. Genau, das ist auch noch wichtig. Muslim Jibril. Okay. Wenn du willst, kann ich dir auch mein Nummer hier lassen. Dann kannst du mir schnell auf WhatsApp schreiben. Dann kann ich dir auch den Channel schicken, damit du es suchen willst. Ja, damit du es suchen musst. Ja, voll. Tipptopp. Dann würde ich dir jetzt eine Message geben. Einfach sagen, hey, ich bin der Gabriele. Und dann würde ich dir einfach das Video dann schicken, sobald es online ist. Tipo. Ist das okay? Das ist gut. Perfekt. Hey, ich habe es zum Beispiel gemacht, also das Gespräch. Ja. Und dann habe ich es am gleichen Tag eigentlich aufgeladen. Ja. Okay. Aber je nachdem... Bist du noch Student nebenbei, oder wie? Dass nein, ich schaffe 60% im Moment. Ah ja, easy. Vorher habe ich 100% geschafft als Barber. Ja. Im Lantico Barbiershop. Okay. Am Weststeinplatz. Das macht mir auch Spass, der Beruf. Aber ich bin auf 60% arbeiten, damit ich ein bisschen mehr Zeit habe für mich selber, weißt du? Auch allgemein, weil ich finde, die Zeit hier ist sehr wertvoll. Ja, es ist begrenzt, du musst sinnvoll nutzen. Genau, weil egal ob Diamanten oder Gold, unsere Zeit ist die wertvollste Währung, die wir haben. Absolut. Und die müssen wir halt richtig nutzen und investieren. Weise Worte. Also, wenn du Fragen hast, egal was, kannst du mir auch jederzeit fragen. Dann. Ist gut. Super. Also Simon, bis bald, ja. Du auch. Schönen, ciao.